wird das Viviverse doch extrem krass werden von der Qualität und werden wir doch überrascht sein, was Vivi hier uns eigentlich präsentiert hat. Außerdem besprechen wir den ersten Pre-Decon-Drop von Anaheim, wo ich außerdem einen kleinen Fehler gemacht habe, den ich unbedingt hier korrigieren muss. Deswegen schaut ihr das auf jeden Fall an. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall die Daten zum Jurassic World Promo Poster Drop. Wie viele dort insgesamt redeemed wurden, das und vieles mehr erfährst du in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG mit den wichtigsten VV-News zum Sonntag. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn wir haben auf jeden Fall eine Menge spannender Themen mit dabei. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos mit dabei. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Und der erste Punkt, über den wir sprechen müssen, ist nämlich auf jeden Fall erstmal der Jurassic World Promo Poster Drop. Und die gute Vivi Fox hat uns hier wieder Daten geliefert, die super spannend sind. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal einfach anschauen, insgesamt wurden hier nämlich so viele Collectibles gemintet. Insgesamt hier einmal für AMC knapp 10.000 bzw. 11.000 wurden hier in etwa gemintet. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Bei Deutschland sind es tatsächlich nur 607 Poster, die insgesamt gemintet wurden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir hier eigentlich noch zwei andere Raritäten haben und warum auch immer diese nicht gekommen sind. Also das deutsche Poster ist an dieser Stelle tatsächlich sehr, sehr wertvoll, meiner Meinung nach jedenfalls. Und dann haben wir hier noch Italien mit einer Stückanzahl bei der UCI bei den Tyrannosaurus Rex Poster von gerade mal 37. Also das ist wirklich, wirklich super wenig. Und wenn man sich das Ganze mal hier außerdem hochrechnet, Italien hat tatsächlich sogar mehr Poster gemintet als Deutschland. Das hätte ich persönlich nicht erwartet, da wir in Deutschland doch eine relativ große Community haben. Aber es ist natürlich aber an dieser Stelle für all die Leute richtig gut, die auf jeden Fall hier noch so ein Poster halten, denn ja, das sind mehr oder weniger jetzt wirklich die offiziellen Zahlen und es wird auch nicht mehr werden und es wird auch nicht weniger werden, außer es wird irgendwann geburnt. Ja, und wenn wir uns auch mal die Preise für diese Collectibles anschauen, dann ist das wirklich nicht teuer. Also, wenn man darüber nachdenkt, dass wir irgendwann auch vielleicht nochmal mehr Jurassic World Fans sehen werden, dann werden auf jeden Fall diese Poster auch sehr begehrt sein. Und wenn man sich das zum Beispiel anschaut, hier auch das deutsche Poster ist tatsächlich gerade bei meinem Floorpreis von 39 Gems und wir sprechen wie gesagt von einem Wert von gerade mal 607 Postern. Das ist nicht viel. Kannst du mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob du noch ein Poster hältst. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich habe persönlich damals meine verkauft, aber wie gesagt, schreib mir auf jeden Fall mal gerne rein, ob du das Ganze vielleicht sogar momentan am Stacken bist. Ich bin gespannt. Bevor wir jetzt hier reinstarten, muss ich mich als erstes erstmal entschuldigen, denn ich habe nämlich im letzten Video einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich nämlich übersehen, dass wir bis zum 31. diese vier Drops sehen von der Decon. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast mit allen Drops, dann verlinke ich dir das auf jeden Fall hier unter dem i. Und ansonsten, ja, wie gesagt, schauen wir uns auf jeden Fall mal den Drop an. Nämlich am Montag um 21 Uhr deutscher Zeit sehen wir hier von Camilla Rose Garcia den nächsten Drop. Und zwar nämlich dieses wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungene Bild. Und ja, das Ganze wird sehr, sehr cool sein. Das Ganze ist eine Ultra Rare, hat insgesamt einen Listenpreis von 45 Gems und wird eine Editionzahl von 66 Stück haben. Außerdem natürlich als Edition Type eine Con Exclusive sein. Außerdem für all diejenigen, die auch zur DesignerCon in Anaheim am Start sind, dort wird es natürlich auch für die Logo-Halter an dieser Stelle das ein oder andere digitale bzw. physische Collectible geben. Also seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr dort am Start sein solltet. Und ansonsten sehen wir auch das nächste Artwork hier von Mark Brooks und zwar Amazing Spider-Man Hashtag 49. Meiner Meinung nach auch wieder ein sehr, sehr schönes Cover. Das Ganze startet am Montag um 21 Uhr deutsche Zeit und geht dann wieder bis Freitag. Ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Collectible auch wieder in dem Bereich von in etwa 10.000 US-Dollar landen wird. Und wenn dir das Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich kompliziertesten Part des ganzen Videos. Ich wünsche aber trotzdem viel Spaß. Und ansonsten sprechen wir über das Thema, was momentan meiner Meinung nach super interessant ist. Und zwar geht es nämlich um das Viviverse und auch allgemein um die Grafiken unserer Vivi-NFTs. Ich habe im letzten Video auch schon darüber gesprochen, dass es ein Interview gab mit Daniel, wo er gesagt hat, dass 2023 ziemlich groß werden wird, beziehungsweise die Qualität der Collectibles deutlich besser werden wird. Und das geht tatsächlich auch hier dann mit diesem Post von ihm, beziehungsweise mit diesem Kommentar von ihm sehr gut einher, denn er hat nämlich geschrieben, der Viviverse is engine agnostic and ports to Unity.
Unreal and other devices. Und das ist auf jeden Fall für all diejenigen, die jetzt damit wenig anfangen können, wie ich auch davor, etwas, wo wir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz gut reingehen werden. Ich persönlich habe mich auf jeden Fall ein bisschen damit beschäftigt, aber es ist wirklich ein super kompliziertes Thema. Deswegen, wenn wir das Ganze jetzt erstmal ziemlich oberflächlich betrachten bzw. überhaupt behandeln, da es wirklich in der Tiefe meiner Meinung nach ziemlich kompliziert ist. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mal direkt an, denn es hat nämlich tatsächlich auch einen Grund, wieso unsere Vivi-NFTs gerade so, ja, ich sag mal so, einfach gehalten sind von der Grafik. Wir wissen ja alle, unsere NFTs sind jetzt nicht High Quality und das hat einen gewissen Grund. Der Vorteil, dass unsere Collectibles gerade mal von der Qualität nicht allzu perfekt ist, dass halt das Ganze viele, viele Möglichkeiten offenbart für andere Programme. Das ermöglicht dann, wie gesagt, halt einen einfacheren Umbau in anderen Engines, weil es einfach deutlich einfacher gehalten ist. Wenn man das ganze Collectible sehr komplex gestalten würde, würde es auch sehr viel komplexer sein, das in anderen Engines oder auch in anderen Programmen einfach umzustrukturieren, da das dann dort einfach andere Anwendungen sind, es wird anders irgendwie umgesetzt und das ist halt einfach ja, sehr kompliziert. Und das Ganze ist natürlich auch sehr zeit- und auch geldintensiv. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es tatsächlich auch ein Grund ist, weswegen wir so lange jetzt auch wirklich auf gute Collectibles warten mussten oder müssen. Denn es ist halt, wie gesagt, sehr zeit- und geldintensiv. Und Vivi muss natürlich erstmal irgendwo Geld herbekommen. Und die Zeit haben sie jetzt auf jeden Fall auch bekommen, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, natürlich dann auch fürs Viviverse. Und wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, ja, was ist denn jetzt diese Engine und wie würde dann diese Grafik denn aussehen? Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an in diesem kurzen Clip. Grüße gehen raus auf jeden Fall den Dr. Prophet, der das Ganze einfach mal reingeschickt hat. Also wirklich, wir sprechen hier von High Quality. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, also das ist schon Wahnsinn. Und das ist jetzt wirklich Unreal Engine, also das ist halt nicht real. Das Ganze ist im Prinzip auf dem Computer, also das ist schon sehr beachtlich, muss man einfach so sagen. Und wir werden wahrscheinlich in etwa in so eine Richtung von Qualität gehen, was das Viviverse angeht. Also ich bin persönlich ja auf der Anaheim Convention auf jeden Fall am Start und also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wirklich dort umgesetzt wird, ob wir tatsächlich auch schon dort dann direkt in den Showroom gehen können und das Ganze ausprobieren können. Und wer sich jetzt fragt, ja hey, das muss doch aber eine Menge Rechenleistung ziehen, ja, das wird es auch, aber zum Glück nicht bei uns, denn das Ganze wird nämlich über Amazon Web Services Edge Location Server gemacht. Das heißt, im Prinzip werden die Daten dort verarbeitet, wo sie dann entstehen, das heißt nämlich in diesem Amazon Web Server. Und das ist natürlich für jeden, der auch ein etwas schlechteres Handy hat, sehr, sehr gut, da dadurch natürlich enorme Ressourcen gespart werden auf deinem eigenen Handy und du dadurch sozusagen auch diese Form der Qualität erleben kannst. Außerdem ist für die Zukunft noch ein weiterer Schritt natürlich wichtig und zwar natürlich eine Kompatibilität zu schaffen unter super vielen Firmen. Und da ist zum Beispiel das Metaverse Forum sehr, sehr spannend, denn hier sind unter anderem sehr, sehr viele Mitglieder mit dabei, unter anderem Microsoft, Unity und viele, viele mehr. Tatsächlich Apple nicht, noch nicht jedenfalls. Telekom ist zum Beispiel auch mit am Start. Also hier ist zum Beispiel im Prinzip der Ansatz, eine Lösung zu finden, um im Prinzip eine einheitliche Form zu finden, um 3D Interoperability zu schaffen. Das heißt, dass man versuchen möchte, eine einheitliche Lösung zu schaffen, dass wenn man eine Anwendung zum Beispiel bei IKEA macht, dass das sozusagen dann auch bei Huawei gleich funktioniert und im Prinzip die gleiche Grafik rauskommt und halt keine Fehler entstehen. Und Dr. Prophet hat uns das jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammengefasst, das ganze Thema. Also ich fasse zusammen, jeder wird in der Lage sein, auf seinem Mobilgerät oder Browser das Viviverse in höchster Qualität zu sehen, weil die Grafik auf ABS Edge Locations gerendert wird. Das erste Produkt wird der Showroom. Und ja, das ist im Prinzip schön und einheitlich zusammengefasst für jeden, der sich jetzt fragt, ja, was heißt denn das jetzt im Großen und Ganzen? Das heißt es im Großen und Ganzen und das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis, denn dadurch können wir wirklich, wie er es schon sagt, High Quality erwarten und auch wahrscheinlich dann in 2023 bzw. mit dem Viviverse sehen. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, ey Cap, ich habe davon kein Wort verstanden. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich persönlich habe das Thema auch, wie gesagt, mir jetzt einige Stunden mal angeschaut, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht wirklich durchgeblickt. Ich habe jetzt einfach mich von vielen Leuten hier einfach mal beraten lassen, wie man das am besten wiedergeben kann. Und das ist jetzt so die Lösung gewesen, die ich gefunden habe. Wenn du jetzt gemerkt hast, ich habe hier irgendwie einen Schwachsinn geredet, dann schreib es mir auf jeden Fall unbedingt unten in die Kommentare und korrigiere mich dort gerne. Denn ich persönlich finde das Thema auch sehr, sehr schwierig und es ist
meiner Meinung nach auch sehr komplex. Das heißt, wenn du das irgendwie anders erklären kannst, schau in die Kommentare. Und wenn du jetzt irgendwie das hier bei mir nicht verstanden hast und vielleicht eine andere Antwort haben möchtest, schau in die Kommentare. Dort findest du dann vielleicht eine Antwort oder nochmal eine andere Erklärung von jemandem, der sich damit auch mal besser auskennt. Aber ansonsten, das ist auf jeden Fall zu diesem Thema eine Kurzfassung. Wir können auf jeden Fall wirklich mit einem High-Quality-Viewverse wie auch NFTs in 2023 rechnen. Und das war es an dieser Stelle auch mit dem ganzen Video. Ich hoffe, das ganze Video hat dir trotz diesem sehr komplizierten Themas gefallen. Wenn ja, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir für Montag auf jeden Fall einen super Start in die Woche. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.